Während der gesamten Operation Blitz sucht Churchill immer wieder die bombardierten Viertel auf, um den Bewohnern den Rücken zu stärken. Die Engländer stehen hinter ihm, stehen an seiner Seite. Hitler hatte fest geglaubt, er werde die Moral der Briten zerbrechen und ihren Regierungschef gleich mit. Doch das Gegenteil ist der Fall. Das englische Volk ist eins mit seinem Premierminister. Winston Churchills Stärke, seine unerschütterliche Würde, sein felsenfestes Vertrauen in die Zukunft, in Englands Triumph, sein Lächeln, sein Hut, seine Zigarre und seine flammenden Reden, all das macht ihn in dieser Zeit zum Symbol des Widerstands gegen die Tyrannei. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. In diesem Moment ist England Churchill und Churchill ist England. And in the midst of it all, the cry goes up. Here comes Winston. Accompanied by Mrs. Churchill, the Prime Minister of Great Britain and his wife, come to be with the indomitable people of Devon. Nach dem Luftangriff auf Berlin gibt Winston Churchill nun auch grünes Licht für die Bombardierung Italiens. Vor seinen Generälen fügt er noch lachend hinzu: Wir dürfen nur nicht den Papst treffen. Der hat einflussreiche Freunde.